Wieder verletzt durch einen Überfall, aber mitten in der Jagd, mitten in der Jagd. Wer ist denn da aller Arzt jetzt da? Snowcat, Tortor, Vadim, Sandra? So. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge RimWorld, die Familie. Gleich eines vorweg, was ich korrigieren muss, was ich schon viele, viele Folgen falsch ausgesprochen habe, ist der Name vom Andreois. Andreois heißt nicht Andreois, sondern eigentlich ganz anders. Andreois verbannen? Nein, natürlich nicht. Ein Kolonist umbenennen. Andreois heißt nicht Andreois, sondern Andreios. Andreios. Jo, so ist es richtig, so wird es richtig geschrieben, das habe ich letztens abgeklärt. So, und das habe ich einige Folgen jetzt da ein bisschen falsch gemacht, aber macht nichts, ist halb so schlimm. Ah jo. Legasthenie ist meine Stärke. Das E und das I vertauscht, oder? An Dreh, na, das I und das O. Genau. Und gut sehen tue ich auch schon nicht. Okay, aber alles halb so schlimm. Das ist geklärt, das ist erledigt und behoben. Und jetzt schauen wir, weiter geht's. Hungerndes Tier. Salazar ist noch gefangen, den werden wir ja anwerben. So, kurz die Nachrichten durchchecken. Junghenne kann wieder laufen. Medizin ist genug vorhanden, geforscht wird nach sterilen Materialien. Ich weiß nicht, haben wir irgendwas vergessen vom letzten Mal? Da, Händeln gibt es genug. Immer hungerndes Tier gibt es eins. Das ist bewusstlos. Genau, vom letzten Mal sind uns ja einige Tierchen verreckt. Und ich hab. Eine Junghenne und zwei Küken. Das Eis befruchtet, das sollte auch irgendwann mal irgendwas rausschlüpfen. Was ich jetzt so blöd finde. Hat sich das Küken gerade verabschiedet? Das eine.
Ja, aber das Küken soll schon überleben, weil das ist unser Männchen, oder? Ja, es ist unser Männchen. War halt von Vorteil, wenn das überlebt. So, dann schauen wir die Bewaffnung. Alle bewaffnet. Ja, sehr gut. Generell, wie schaut's aus? Körpertechnisch irgendwelche. Die Vergiftungen. Genau, wir haben ja da so eine Giftwolke über uns schweben gehabt. Die ist aber Gott sei Dank schon weg. Die Snowcat hat noch Vergiftungen, aber die sollten auch vergehen und bald verschwinden. Ja, dann gehen wir ein bisschen auf die Jagd, dass wir ein bisschen Fleisch auch wieder haben. Wobei eigentlich könnten wir die Tierchen sogar zähmen. So, wer ist ein Jäger? Vadim. Warte mal, den Vadim, den holen wir auch daher. Der soll ja gleich mitjagen. Oh, okay.
Okay, die Snowcat ist nicht verletzt. Naja, verletzt schon, aber nicht sehr schwer. Snowcat 19 Stunden. Ich glaube, die legen sich hoffentlich jetzt automatisch ins Bett. Da war dem. Okay. Wieder verletzt durch einen Überfall, aber mitten in der Jagd, mitten in der Jagd. Mitten in der Jagd haben die Angriffe. Die Schweine. Einfach so. Wie geht's Matthew? Matthew vergiftet, Anzeichen. Okay, auch nicht schlimm. Händel ist gestorben. Okay. Auch keine unmittelbare Gefahr. Gut, der Überfall, der war Gott sei Dank nicht so schlimm. Hätte ja schlimm ausgehen können. Thank you.
Ja, war das nicht Feuer? Ah, die Ratte. Eine Wundinfektion. Wer ist denn da aller Arzt jetzt da? Snowcat, Tautor, Vadim, Sandra? Okay, gut. Ganz schön zugerichtet. Blutverlust, Bisskratzer, Schnittkratzer, Biss, irgendwas abgerissen, Nagel. Naja, sehr schnell bewegt er sich nicht, wenn er so weiter tut.
Vielleicht sollte ich ihn niederknüppeln, dann ist er ohnmächtig, dann kann ich ihn gleich ins Bett tragen, was schneller geht, als wenn er sich da so in Richtung sein eigenes Bettchen bewegt. Aber es sollte sich ausgehen, oder? Naja. Irgendwie halt. Irgendwie 9 Stunden noch, 9 Stunden. Kabru? Schamane, genau. Auch ein Gefangener. 99% Schwierigkeit beim Anwerben. Wow. Verbleibender Widerstand 55. Kann er was?